0800 220 50 50 und hier ist Thomas. Thomas ist 41. Guten Morgen, Thomas. Hallo. Hallo, Thomas. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es um verlassene Orte, also verlassene Hotels, stillgelegte Hotels, Krankenhäuser und Kurkliniken. Ich habe da eine Truppe mit drei Kumpels und da gehen wir so einmal im Monat in so Krankenhäuser rein, Kurkliniken, aber auch Hotels. Also die verlassen sind, die leer stehen? Ja. Da gehst du mit einigen Kumpels in diese leerstehende Klinik? Ja. Und warum? Das ist eine eigenartige Mischung aus Gruselkick und aber auch die Faszination am allmählichen Verfallen der Bausubstanz. Also, ich will dir sagen, so ein ganz kleines bisschen kann ich das nachvollziehen, wenn man in ein verlassenes Krankenhaus geht. Ich weiß auch gar nicht warum. Das stelle ich mir auch etwas gruselig vor, ja? Ja. Bei einem Hotel weniger oder bei einer Kurklinik, aber bei einem Krankenhaus ja. Dann geht ihr wahrscheinlich auch noch in die Keller, wo die Leichen früher aufbewahrt wurden. Teilweise auch, wenn wir Mut genug haben. Als Mutprobe? Ja. Das ist ja ein kurioses Hobby. Drei Leute seid ihr? Ja, mit mir insgesamt vier. Vier Leute. Ja, beschreibt mal dann, zu welcher Tageszeit geht ihr da rein? Entweder am Tage, da ist es ja einfach, oder zu Abend- oder Nachtdämmerung. Dann ist es natürlich noch gruseliger. Ja. Ihr müsst dann noch irgendwelche Zäune überwinden, denn die. Ja. Ne, das ist ja. Also ihr geht ja illegal rein, so muss man es ja sagen. Wir gehen ja meistens nicht illegal. Wir versuchen immer Besitzer oder Betreiber des Geländes oder der Gebäude ausfindig zu machen und uns da eine Genehmigung zu holen. Das ist ja ganz offiziell. Also, und ihr bekommt auch die Genehmigung? Meistens. Das ist ja schräg. So, beschreib mal. Und dann geht ihr jetzt, nehmen wir mal an, es ist Nacht und ihr geht in ein altes, verlassenes Krankenhaus. Wie habe ich mir das vorzustellen? Also wir hatten da neulich so einen Fall in so einem Krankenhaus und da waren wir im ersten Stock und da kommen urplötzlich waren da irgendwelche unerklärliche Geräusche, so Poltern und auch Schritte. Und wenn ich mich schon nicht getäuscht habe, waren das auch Stimmen. Aha, vielleicht der Nachtwächter? Nee, aber wir sind dann hoch und da war alles verschwunden. Nichts mehr. Also in der Tat passieren da etwas gruselige Sachen. Es ist nicht nur die gruselige Atmo, sondern es fällt auch was vor. Ja. Bleibt ihr Jungs denn, sind die Männer in deinem Alter ungefähr? Ja, auch so um die 40, um die 40. Also auch unter 40, so 35, ja. Ja. Bleibt ihr dann zusammen oder verteilt ihr euch in dem Haus? Zusammen, ja. Wenn es jetzt dunkel ist, dann da ist ja kein Licht mehr. Also wir haben immer solche wie im Bergmaus so Grubenlampe, ach so, und Taschenlampe. Also wir sind schon relativ gut ausgestattet. Gut, jetzt hat es bei dem einen Mal gab es Schritte und ihr habt da was gehört. Ja. Wenn aber ihr es nichts hört, Was macht ihr denn dann in dem Krankenhaus? Wie gesagt, dieser Gruselkick, aber auch, ich möchte aber da auch eine gewisse Kritik am Gesundheitswesen in Deutschland anbringen. Oh. Wie kann es sein, dass eine Klinik, meinetwegen mit 200 Betten, die mal drin waren, dass das jetzt leer steht und wer weiß wie lange? Das kann ja wohl nicht sein. Okay, das können wir jetzt nicht so beurteilen, aber da magst du vielleicht recht haben. Ja. Aber meine Frage war gewesen, was ihr da macht in der Klinik? So alle Räume durchgehen und die Patientenzimmern, Schwesternzimmern, OPs. Wir haben teilweise da noch komplette Röntgenapparate gesehen, was normalerweise auch nicht sein darf. Wie sieht denn so ein verlassener OP aus? Je nachdem, nach dem Zeitraum des Leerstandes, der kann auch relativ schon schnell gruselig
aussehen, wenn an dem Gebäude also Fenster kaputt gemacht worden sind und da irgendwie die Witterung reinkam. Ja, ja. Ist denn dieser, sind die OP-Tische dann noch da? Oder sind die abgebaut? Die waren immer teilweise weg oder waren teilweise sogar noch da und auch irgendwelche Tinkturenflaschen mit irgendwelchen Chemikalien. So, das, sogar sowas noch. Sogar ja. Das. Ein sonderbares Hobby. Wie lange machst du das schon? Wir machen das jetzt so 4 Jahre. Ja. Und wie oft so im Monat? So einmal im Monat. Einmal im Monat? Entweder hessenweit, aber auch deutschlandweit. Ich wollte mich gerade sagen, so, ich wüsste jetzt gar nicht ad hoc hier im Kölner Raum, wo hier ein Krankenhaus leer steht, da muss man doch schon suchen. Also, wenn man auf YouTube geht und muss man eigentlich nur verlassene Orte angeben, auch verlassene Krankenhäuser. Ach so, in NRW gibt es auch einige. Ja, ja, das glaube ich schon. Ja, ja. Ja. Ich wollte damit nur sagen, dass du dann von deinem Ort, wo du wohnst, dann, du hast es ja auch gesagt, ihr geht bundesweit dann raus und kostet ja auch Kohle. Da muss man hinfahren, da muss man vielleicht irgendwo übernachten. Aber das ist ja meistens, wir machen das ja meistens nur einmal im Monat oder den einen Monat über den anderen Monat. Ja. Also so oft auch nicht. Bist du verheiratet? Nee, bin total ungebunden. Ungebunden. Ich wollte gerade sagen, was sagt deine Frau dazu, dass der Thomas nachts in alten Krankenhaus ist? Frau wird das wahrscheinlich nicht mitmachen, dieses schon eigenartige und gruselige Hobby. Und wie habt ihr vier Männer euch gefunden? Es klingt verrückt, aber über YouTube. Ja, das klingt gar nicht so verrückt. Das ist ja alles heute möglich. Ein sonderbares Hobby. Da geht Thomas mit seinen Kumpels in alte Krankenhäuser oder alte Hotels und lässt sich gruseln. Und das nächste Objekt, das ist bei uns in einer angrenzenden Region von Hessen, von Südhessen, im Pfälzerwald. Mhm. Das nennt sich das Hotel zur Teufelsmühle. Und da geht's demnächst hin? Ja. Das ist ja das nächste Ziel? Ja. Na, dann wünsche ich gruseliges Erleben in dem Hotel zur Teufelsmühle, heißt das? Ja. Was es alles gibt, Thomas, danke, dass du uns dein kurioses Hobby erzählt hast. Okay. Vielen, vielen Dank, alles Gute. Jo, tschüss. Dir und deinen Jungs. Tschüss. Ciao. So, 1.31 Uhr haben wir. Thema nächste Woche. Nächste Woche heißt unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Glaube. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die einen besonders starken Glauben haben, egal aus welcher Richtung, also christlich, muslimisch, jüdisch oder vielleicht gehört ihr auch einer kleinen Gruppierung an, die man Sekte nennt. Und ich möchte natürlich auch sehr gerne mit Atheisten reden, die also davon überhaupt gar nichts halten, die das als Humbug empfinden, die nicht an Gott glauben. Und die Glauben grundsätzlich ablehnen. Und mit all den vielen Schattierungen, es gibt Pantheisten und was es alles gibt, können wir nächste Woche drüber reden. Also das große Thema Glauben nächste Woche, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, meldet euch doch schon mal an unter domian@wdr.de oder meldet euch natürlich dann nächste Woche vor der Sendung ab 0 Uhr bei uns. Thema Glauben, das ist das Hauptthema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. So, jetzt geht's weiter mit unserer freien Themennacht und hier ist Carmen und Carmen ist 52. Hallo Carmen. Hallo. Hallo Carmen. So. So. Also, zu mir sagt man, ich sei ein Freak. Bitte? Weil ich habe eine Katze gehabt und die habe ich noch nicht mal so lang gehabt. Echt nur 1 oder 1,5 Jahre so. Ja. Und ich habe die eingefroren. Wie bitte? Du hast deine Katze eingefroren? Die habe ich eingefroren. Wie bitte? Ja, und da Moment, langsam. Du hast die Katze nach 1,5 Jahren gestorben, oder wie? Ja, also das war...